Dann kommen wir zum nächsten Teil. Wen es jetzt nicht mehr interessiert, Primark ist jetzt vorbei. Jetzt kommen noch Schuhe, DM, TK Maxx und New Yorker. Dann fangen wir nämlich an mit dem New Yorker Teil. Und da habe ich gekauft eine lange Sporthose. Wir gehen ja seit den Sommerferien laufen. Und da es jetzt so langsam ein bisschen zu frisch wird für kurze oder Dreiviertelhosen, habe ich mir hier so eine lange schwarze Laufhose mitgenommen. Und das Schöne ist, die hat hinten, ich weiß nicht, ob man es jetzt so sieht, hier oben so Leopardenmuster. Geil! Und hier unten eben auch. Zwischendurch so ein paar Reflektoren. Und die sitzt eben auch wirklich gut und die rutschen nicht. Und das ist für mich halt echt wichtig, wenn man da irgendwo rumhüpft und rumspringt, dass einem nicht nachher die Hose auf halb zehn hängt. Das ist sonst echt beschissen. Dann habe ich auch noch gekauft ein Langarmlaufshirt. Das ist dieses hier. Komischerweise gab es von den Leoparden kein langärmiges Laufshirt mehr. Das fand ich schade, das hätte ich mir im Nachhinein doch gerne noch gekauft. Das ist dieses hier. Hat hinten... Nee, hat es nicht. Ich dachte eigentlich, es hätte noch so eine Schublade für den Schlüssel, aber hat es leider nicht. Sitzt auch super gut. Ich habe mir das jetzt... Ja, ich habe beides in L genommen, weil die saßen echt mega knapp. Irgendwie. Und ja, nicht mit meinem zarten Kreuz. Muss natürlich auch mal auf die Größe gucken. Die Hose hat 20 Euro gekostet und das lag, glaube ich, irgendwie bei 15, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann nochmal zum Thema Sport habe ich mir einen Sport-BH gekauft und der ist ja mal richtig geil. Und zwar habe ich den von TK Maxx. Der hat hier vorne so eine Aussparung und da hast du Titten drin. Also der ist schon schön. Der hat hinten, ist der hier so, ja, aussparen, also hat halt nur so eine Schnibbel da hinten dran. Und der hat 12,95 € gekostet. Jetzt kommen wir so langsam zum Höhepunkt und zwar zu dem... Ach, machen wir erstmal die Schuhe. Wenn ich mich hier gerade mal so bücke, die habe ich jetzt schon ein paar Mal angehabt. Und zwar sind die von... Oh ja, die habe ich in Hameln gekauft. Also es ist einer von diesen typischen Läden, wo man günstig Schuhe kriegt. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe... ich glaube auch was mit K. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die 25 Euro gekostet, haben hier so eine goldene Kette, die man auch theoretisch abmachen könnte. Im Nachhinein würde ich sogar besser ohne finden, weil wenn man geht, bewegt sich das und das klappert und das nervt manchmal ein bisschen. Hier vorne ist noch so ein Reißverschluss, den man auch aufmachen kann, aber so voll wie ich bin, lasse ich die natürlich zu. Jetzt müsst ihr den Rest noch ertragen, ihr seid hier dran geblieben. Ich habe mir, wie gesagt, diese Reinigungstücher gekauft, die habe ich jetzt noch nicht benutzt, ich kann dazu noch gar nicht viel sagen. Für reife Haut, ja, mit 31 kann man sich das auch mal erlauben. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und mal gucken, wie die so sind. Wenn damit jemand Erfahrung hat, also grundsätzlich, wenn ihr irgendwie Erfahrung zu den einzelnen Produkten oder Klamotten habt, dann sagt mir mal bitte Bescheid. So, dann habe ich bei DM erbeutet diese wunderschönen Schokotrüffel-Maxi-Duftlichte. Ich wusste gar nicht, dass das Duftlichte heißt. Für mich müsste das Duftlichter heißen oder einfach... ich fand den Geruch schön und allerdings bin ich, glaube ich, so wild gefahren, dass die Ecken hier an der Seite irgendwie so komisch angeditscht sind. Ist nicht so schön, aber brennt ja trotzdem. So, ich nehme das jetzt hier einfach mal hoch. Ich hoffe übrigens, dass ich drauf bin. Dann habe ich gekauft, weil ich meine, dass mein Rexona-Deo nicht mehr so direkt wirkt. Also wenn man das jahrelang nimmt, habe ich so das Gefühl, dass sich die Haut da irgendwie... Sagt, auch schön, ne? Guten Morgen, Rexona, bist wieder da. Wir beide kennen uns ja, aber wir mögen uns halt einfach nicht mehr so. Deswegen habe ich jetzt dieses Deo wieder genommen von Nivea, das Antitransparent Invisible for Black and White. Das habe ich ja letztes Jahr in der alten Wohnung war das. Da habe ich nämlich ein Aufgebrauch-Video gedreht, da waren ganz viele von den Dingern drin. Habe ich die ganz viel benutzt und fand sie damals ganz gut. Deswegen, wenn ich damit gut klargekommen bin, habe ich die einfach wieder gekauft. Dann kann ich euch wirklich was ans Herz legen. Und zwar diese Maske. Das ist von Alverde die Clear Reinigungsmaske mit Heilerde. Heilerde ist ja grundsätzlich sehr gut gegen Pickel. Und da ich momentan irgendwie total die Chaoshaut habe, mache ich, glaube ich, fast jeden oder jeden zweiten Tag eine Maske damit. Und ich habe angefangen mit normalen Masken, die man so kennt, aus diesen Tütchen.
Davon habe ich auch noch welche da. Und zwar einmal eine Schokomaske und einmal eine Augen- und Lippenmaske. Und da eine von denen zwischen 50 Cent und 1 Euro kostet, habe ich mir gedacht, du nimm doch einfach eine. Nimmst du einfach eine aus der Natur und die kannst du dann quasi auch direkt so regulieren und dahin schmieren, wo du es hinhaben möchtest. Und die hat gekostet, die war glaube ich auch ein bisschen teurer, die lag glaube ich zwischen 1 und 2,50 €. Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher. Und die war verhältnismäßig teuer, aber die finde ich wirklich, wirklich gut. Die hat auch so ganz kleine feine Körnchen drin. Und von daher kann ich euch die echt empfehlen. Ich weiß gar nicht, wer mich auf den Trip eigentlich gebracht hat. Dann habe ich auch nochmal von Alverde das Clear Gesichtstoning mitgenommen. Auch nochmal von Witt. Mit Heilerde. Für unreine Haut. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es einfach nicht. Aber momentan habe ich einfach total die Chaoshaut. Kann ich euch empfehlen. Das lag, glaube ich, bei 2,50 Euro. Das habe ich auch schon 3-4 Mal benutzt und war damit auch jetzt recht zufrieden. Dann habe ich ein Beauty Effect Lip und Eye Serum gekauft. Das ist dieses hier. Finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Habe aber allerdings noch keinen Wow-Effekt erlebt. Obwohl ich auch nicht glaube, dass man das bei so einem Produkt irgendwie haben würde. Der Rossmann, den Lippenstift, den ich gerade drauf habe. Das ist dieser hier. Ich habe den nämlich auch schon mal gekauft. Und dann ist er mir irgendwie in der Handtasche aufgegangen. Und dann ist irgendwas in den Lippenstift reingeditscht und er ist abgebrochen. Und es war eine absolute Vollkatastrophe. Jetzt finde ich hier nur gerade, das ist die Nummer 50. Oh, ich bin so geblendet von dem Kameralicht, ich kann das gar nicht so direkt sehen. Auf jeden Fall, diese Farbe hier ist Nummer 50. Ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Und der ist echt, echt gut. Der kostet, glaube ich, 2 Euro. Rivaldi gut, ne? Habe ich gesagt. So, dann habe ich ausprobiert und für gut empfunden die Essence Princess. Lash Princess. Am Anfang bin ich mit der gar nicht klar gekommen und so nach und nach, also man muss sie definitiv schichten, damit man was sieht. Am Anfang dachte ich so, ja, okay. Aber mittlerweile, wir haben uns angefreundet. Es geht. Also ist jetzt nicht so der Top of the World, aber es funktioniert. Wie gesagt, man muss sie schichten. Und zu guter Letzt habe ich mir noch eine Foundation mitgenommen, die Photo Finish von Catrice in der Farbe. Ja. 100? Nee, gar nicht. Die hat keine Farbe. Aber ich glaube, es war die mittlere. Wo steht denn das? Gut. Keine Farbe. Ich glaube, die mittlere war es. Die ist übrigens auch sehr gut und deckt auch einigermaßen ab. Jo, das war's. Fertig. Feierabend. Ihr habt es geschafft. Ihr könnt jetzt noch abonnieren, wenn ihr lustig seid. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich werde jetzt erstmal hier mein Schlafzimmer wieder aufräumen. Hier sieht es nämlich gerade aus wie Handgranatenwurfstand. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Wir fangen von vorne an. Ich habe nämlich, ja. So, ich gehe voll ab. Die Kamera war leer und jetzt, oh Gott, ich hätte fast gekotzt. Ich habe nämlich gerade gefrühstückt und ich bin so pappsatt. Und wenn man so das Fenster nicht zugemacht. Oh, voll schmierig. Nimmst du einfach. Naja. Dann habe ich nachgekauft. Na komm. Hallo? Bei. Hallo, liebe YouTuber, liebe YouTuber. Ich begrüße euch zu einem Primer-Haul.